mehr kommt. Umsehen. Hall. Sekundär-Evokation. Ja, hier, ne? Hier in Sicherheit bringen und so. Oh, jetzt wird aber actionreich. Ja. Komm her. Das ist der Mann, den da gerade seine Frau abgezogen wurde, oder nicht? Ja, deine Beine sind weg. Ach, jetzt stürzt das Haus ein. Nein, da oben bin ich gucken. Das war es dann wohl. Mit denen zumindest. So, nächstes Video. Nächstes Briefing. Herr Sparkley, an alle verbliebenen Marines in Midtown. Sekundäre Evakuierung wurde zum Times Square verlegt. Wir fliegen mit gepanzerten Senkrechtstarter-Transportern aus. Das Flugverbot über Manhattan wurde für diese Operation aufgehoben. Die Air Force wird uns nicht abschießen. Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Begeben Sie sich irgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf Sie warten. Verteidigung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole. 15 Minuten. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Okay, 15 Minuten zum Times Square. Und ich glaube, dann werden hier die ganzen Soldaten in Sicherheit gebracht. Sekundär-Evakuierung. Ja, das müssten wir sein. Also die Soldaten und ich halt als Super-Monster-Killer-Dings-da-Evoka. Ach, irgendwie kriege ich das Wort gerade nicht hin. Egal. An alle Einheiten! Sammelpunkt und angegriffen! Die Seth rücken von 42. und Broadway vor! Luftevakuierung im Gange, wird aber dauern! Evakuierung. Ha, jetzt habe ich es hingekriegt. Muss es nur lesen. Du gibst mir Deckung, ja sicher. Dum, 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 dum. Was war das? Foto gemacht? Und so. Was soll der Scheiß denn jetzt hier? Killen wir die Jungs mal hin. Ja. Mal dicker. Pop, 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 pop. Eben nachladen. Ein bisschen Energie regenerieren und drauf. Und kaputt. 500 Nano-Katalysatoren wieder eingesammelt. Ich brauche nur wieder Munition, ne? 100 Schuss fürs MG habe ich noch. Was haben wir hier? Was ist schon wieder mit Granaten hier, die Idioten? Wir sollten das lieber lassen, das klappt eh nicht bei denen. Okay, eben ein bisschen regenerieren, zumindest die Energie. Sollen wir noch die letzten Mongos ausschalten. Und bam. Noch mehr. Erstmal wieder ein bisschen Munition hier. Ja.
So. Nano-Katalysatoren einsammeln. Ach, das ist hier schon wieder so doof, da man da schlecht hochkommen. Dann krieg ich halt kotzen, ey. Dann räumen wir erstmal unten auf. Da ist noch einer. Nochmal ein bisschen Munition einsammeln. Da sind noch Nano? Ne, sind das welche? Nein, das ist einfach eine Scheibe. Okay, also die Jungs hier noch umlegen. Oh, 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 der Dicke. Der hätte mich jetzt beinahe gekillt. Ne? Halt die Fresse. Jetzt hole ich mir den noch. Was geht denn hier? Hm. Irgendwie so U-Bahn-mäßig hier wieder. Toll. Braucht man sowas von da nach da einen Tunnel? Völlig sinnlos. Oder? Ach ja, wie viele Nanokatalysatoren haben wir eigentlich mittlerweile wieder? Aha. Wir haben 16.000, damit können wir uns das hier leisten. Tarnfeld erhöht sich wirklich. Ja. Irgendwie habe ich gar nicht so viele Feinde mit Tarnfeld, deswegen wieder völliger Schwachsinn. Es war dunkel jetzt auf einmal hier, was soll denn der Kack jetzt hier? Ja, egal, weiter. Durchhalten, Marine. Wir haben es fast geschafft. Ja, und jetzt? Hier, und jetzt möchte er entfernen, oder wie? Schlage den Seth-Angriff zurück. Mach ich. Da lang. Falsche Richtung quasi. Da ist einer. Wie ist die Waffe total unfähig, wenn man die so abreißt? Endlich haben wir ihn erwischt. Ist das Ding sowieso gleich leer. Jo. Was habe ich zu tun? Ja, Marek. Ah, ja. Das kann ja jetzt wieder lustig werden hier. Ich werde den Monstervieh hier niedermachen. Ach, die Normale sind ja auch noch unterwegs. Habe ich dich doch gesehen. Was ist denn jetzt hier los? Warum schießt der nicht? Was ist denn jetzt hier, Mann? Ah, ist ja nervig hier, du.
Bam. Jetzt haben wir aber keine Munition mehr für den Raketenwerfer. Was haben wir denn noch für den C4? Ach, das kann man ja sogar werfen. Wie ist das denn? Na, jetzt hakt es wieder. Das ist nicht gut. Das haben wir nachher wieder versetzten Ton. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Okay, das Ding haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt jetzt. Okay, Alcatraz, Rückzug! Rückzug ja, zum Tor! Mach ich. Ist hier genehmigt quasi. Mach ich. Und danach machen wir direkt erstmal eine Pause, weil ich habe langsam keinen Bock mehr. Wo sind da lang? Wenn da nicht sogar generell schon Ende ist hier. Ach, da rein, okay. Ja, ich, da hier rein. Wie viele sind hier denn noch da unten, Sir? Es wird eng, aber diesmal kriegen wir alle raus. Darf ich jetzt auch hier rein, oder wie ist das? Ach, scheinbar werde ich wieder hier nicht ausgeflogen, sondern hier geht wieder richtig der Punk. Colonel Barclay, ich muss Ihnen davon wirklich abraten. Wer sind Sie? Jack Hargreaves. Jetzt ist wirklich keine. Ist ja nicht Jakob. Zeit für. Ich soll Jakob. Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe jenseits ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt. Alles klar. Zyklop 4, halt! Zurück auf Operationshöhe. Roger. Und was muss ich jetzt wieder machen? Alcatraz. Ja. Der Speer soll weitere Sporen verbreiten. Aber dachte ich mir schon. Lässt sich aushebeln. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im HL. Was? Was soll ich machen? Den Ding jetzt hier hochklettern? Habe ich sowas schon mal gemacht?